So, Schwabensacker, vor dem Toto-Pokal-Halbfinale zwischen dem VfR EM Vorrett und dem TSV Meidingen. Hier zu Gast bei mir die beiden Trainer Ali Dabistani und Baykul Gölek. Herzlich willkommen, Jungs. Ja, heute Abend 18 Uhr Anstoß, Toto-Pokal-Halbfinale. Ein Spiel, worauf man sich als Spieler eigentlich immer freut, als Trainer. Momentan Doppelbelastungen, Nachholspiele in den Ligen. Dann kommt der Pokal dazu, man soll ja nur trainieren. Ali, nichtsdestotrotz, wie ernst nimmt er das Halbfinale heute Abend? Wir nehmen das ernst. Wir nehmen das ernst, aber wie ich schon mal eingangs bei dir schon mal gesagt habe, liegt unser Fokus auf die Punktrunde. Und ich habe leider nun mal 7 bis 8 Stammspieler verletzt oder angeschlagen. Aber trotzdem werden wir die Sache beim VfR Vorrett ernst nehmen und ich denke, dass wir eine Mannschaft stellen können, die konkurrenzfähig ist. Ihr seid eigentlich gut drauf, Ali. 7. Platz in der Liga. 4:2 Sieg beim TSV Rhein am Lech auswärts. Bei der 2. Mannschaft, dann gestern Dienstag 1:1 in Oberhausen. Du unter anderem Torschütze. Du wirst morgen sicherlich spielen, oder? Mal schauen. Gut, Baykul. Wenn der Ali Dabistani auflaufen sollte heute Abend, Manndeckung oder einfach nur übernehmen, übergeben und darauf achten, dass er nicht zu nah vors Tor kommt? Also übergeben, übernehmen nehmen wir gar nicht. Wir werden unser System spielen, wie wir bisher gespielt haben. Und ich sage mal, Ali ist ein wichtiger Spieler bei TSV Meidingen. Klar, Ali ist erfahren genug. Aber ich sage mal, ich habe Vertrauen in meiner Mannschaft, vor allem in der Abwehr. Die werden das schon mit Sicherheit ihre Arbeit da hinten drin machen, die Jungs. Baykul, ihr seid Tabellenführer der Kreisklasse, wollt aufsteigen in die Kreisliga, habt den Anspruch, seid unter anderem bayerischer Futsalmeister, das kostet 5 Euro ins Phrasenschwein, Ali. Toto-Pokal-Halbfinale soll sicherlich nicht die Endstation sein, unter anderem ja schon Neuburg rausgeworfen, zuletzt Türkspor, da sollte sich der TSV Meidingen dann doch in Acht nehmen, oder? Ich sage mal, alle gute Dinge sind 3. 2 Bezirksligisten sind schon draußen. Ich hoffe, dass wir den 3. mit TSV Meidingen auch noch überstehen können. Ich sage mal, dass es kein leichtes Spiel wird für beide Mannschaften, ist mit Sicherheit klar. Die Chancen sind 50:50 heute Abend. Das Wetter ist ja eigentlich die letzten Tage gut gewesen. Heute Abend Anstoß 18 Uhr. Schwabensacker wird das Spiel begleiten. Wir werden alle Tore, Highlights, Interviews zeigen. Unter anderem verlosen wir 2 Eintrittskarten für das letzte Bundesligaspiel FC Augsburg Greuther Fürth, in dem es für den FCA sicherlich um alles oder nichts geht. Und dazu bringen wir FCA-Trikot mit den Unterschriften aller Bundesligaspieler. Ein Rahmenprogramm, das sich sicherlich sehen lassen kann, Baykul, bei so einem Toto-Pokal-Halbfinale. Was rechnest du mit Zuschauern am heutigen Abend? Ich hoffe mal, dass zahlreiche Zuschauer kommen werden. Hoffe ich jetzt auch, sage ich mal. Es ist auch ein Derby zwischen TSV Meidingen und VfR Vorrett, kann man sagen, ist nicht weit weg, weil 2 Landvereine Halbfinale und 2 Stadtvereine in drüben auf der anderen Seite. Ich hoffe mal, dass genügend Zuschauer da sind und dass diese 2 Mannschaften über 90 Minuten ein schönes Spiel machen können. Ali, bei euch Platz 7 in der Liga. Toto-Pokal-Halbfinale, das hat man nicht jeden Tag, das hat man nicht jede Saison. In eurem Umfeld, bei euren Zuschauern, wie ernst nehmen das die Leute? Unterstützen sie euch, wenn sie mitfahren zu Vorrett? Also wir in Meidingen sind ja verwöhnt eigentlich, was Zuschauer angeht. Wenn man die Statistik anschaut, sind immer zahlreiche Zuschauer da. Wir haben die Ostkurve, wir haben zahlreiche Spieler, die jetzt morgen bzw. heute verletzt sind, aber trotzdem Zuschauern kommen. Also wir sind verwöhnt und ich denke, dass die uns jederzeit unterstützen, sowohl als Heimspiele als auch Auswärtsspiele. Gut, liebe Schwabensacker-Fans, Donnerstag 18 Uhr, Vorrett gegen den TSV Meidingen, Toto-Pokal-Halbfinale. Wir freuen uns, wir sind dabei, Jungs. Heute Abend sind wir gespannt. Nach dem Spiel werden wir uns sicherlich wieder sprechen. Sowohl mit den Siegern auch als den Verlierern. Und dann wünschen wir euch beiden ein gutes Spiel und viel Glück. Und der Bessere soll weiterkommen. Danke euch fürs Kommen. Danke.